Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, einer etwas größeren, denn es ist Super Meat Boy. Aber nicht nur Super Meat Boy, sondern 100%, also alle Pflaster, alle A-Plus-Zeiten oder A-Plus. Jo, werde ich mal versuchen. Auf jeden Fall eine Herausforderung. So, ja, ich habe den Spielstand jetzt nochmal gelöscht. Es ist semi-blind bis zu Welt 3. Also Welt 3 bin ich gewesen, irgendwo in der Mitte, irgendwo. Ja, auf jeden Fall die ersten Levels kenne ich schon. Jo. Dann machen wir, gehen wir mal eine Münze rein. So, ja, sind wir schon 20 Levels pro Welt und ein Boss, den man freischaltet, wenn man 17 Levels beendet hat. Ja, also das ist mal Part 1. Das ist nicht, die Parts sind nicht in Zeiten aufteilt, sondern in, also was ich mache. Zum Beispiel da jetzt, das ist ein Part, ich mache alle Levels und den Boss von The Forest, ja. Also ohne A-Plus-Zeiten und ohne Verbände, einfach jeden Level hintereinander. Also dass ihr zum Beispiel, wenn ihr das nicht sehen wollt, wie ich 10.000 Mal Level 11 spiele zum Beispiel, weil ich da Pflaster nicht krieg, dann braucht ihr euch nur die, könnt ihr euch auch nur diese Dinger anschauen. So. Was wir machen können, kurz drücken ist das, ein bisschen lang drücken ist hochspringen. Alles klar, nehme ich aus. So. Ja, die Levels sind einfach so aufgebaut, wir müssen gehen. Jo, was können wir jetzt? Entweder das oder das. So. Also, das haben wir schon gehabt. So. Ah, ich speichere das die ganze Zeit. Okay, na gut. So, ja, sprinten können wir entweder mit... Genau. Ja, das ist bei jedem Controller anders, also bei meinem... ist es ein bisschen anders. So. Also bei jedem ist es anders. Beim Xbox-Controller ist das noch ganz normal. Ebenso wie es auf der Xbox auch ist. Aber ich habe irgendeinen anderen. Das sind ja die Tasten alle vertauscht und so. Ah ja, da haben wir auf jeden Fall diese Pflaster. Dann werde ich das jetzt schon nehmen. Ist egal. Was ich jetzt schon kriegen kann. Was leicht sind, die hole ich mal. So, ja, da habe ich ein bisschen versagt. Wie man sieht, so. Level 5. Ja, ja, und die Warp Zones werden dann auch... ja, Warp Zones werden dann auch eigene Videos sein. Also wir kommen dann in den 100% Videos. Das ist mal das normale Let's Play und dann kommen noch die 100% Videos, die dann deutlich mehr sind. So, ja. Sägeblätter. Das Eichhörnchen hat schon demonstriert. Man sollte da nicht reinrennen, denn sonst ist man tot. Eigentlich logisch. So. So, da oben bist. Jetzt nicht mehr, aber okay. Jo. Geht mal jetzt noch nicht so schwer. Erstens mal, weil ich schon mal gemacht habe. Ups. Ich brauche echt Finger geübt oder wie heißt das? Keine Ahnung, auf jeden Fall muss man sehr gute Reaktionen und sowas haben bei dem Spiel. So, da oben ist wieder eine Warp Zone. Ups. Ja, ich habe mir dort eine Liste ausgedruckt, wo die ganzen Warp Zones und Pflaster sind. Dass ich dann gleich 100% machen kann. Und dann ist das auch irgendwie so ein Guide oder so. Okay. Wie ihr wollt. Für mich ist ein Let's Play. So. Na schön, dann haben wir doch schon viel geschafft. 14 schon.
Ja, geht voran. So. Das erste Mal also fliegende Segen. Naja, dann nochmal. Können wir was einfach runter. Oh, jetzt ist er nicht gekippt. Okay. Nein, ich ist schon gekippt, aber ich habe nicht. Klettert. Ich will dem Spiel jetzt nicht die Schuld geben. Obwohl es eigentlich seine Schuld war. Nein. Ich habe einfach nicht drückt. So. Hi. Tschüss. Hi, bis dann. So. Na, nicht genau das vorstellen. Aber gut. So. Ja, da habe ich auch schon das Pflaster gesehen. Na schön, dann gehen wir wieder da unten. Ja, passt doch. Muss man gar nicht warten. Ja, ich habe jetzt die Musik so leise. Weil... Ja, vorher hatte ich es eben laut. Und das war nicht so gut. Da man mich kaum gehört. Dort, ich hab's jetzt ein bisschen leiser gedreht. Aber ihr hört es ja trotzdem noch. Ist ja nicht so, dass ich es ganz ausgemacht habe. So, ja, das war's mit allen Levels. Jetzt mache ich noch den Boss. Und dann ist der Part auch schon vorbei. Ja, so hätte ich mir das eben gedacht. Dann die Dunkelwelt ist dann auch noch ein eigener Part. Genau, ist dann ein eigener Part. Jo, so wird das auf jeden Fall vonstatten gehen. So, eine kleine Story-Einlage. Nicht so gut aus. Na. Die ganzen Eichhörnchen rennen in die Kettensägen rein. Schon doof. So. Au. Und ich renne auch rein. Naja. Na dann komm. Aha. Aha, Dr. Fetus. Aha, so. Ja, lustig, so. Und da verschwindet er und lässt uns im Wald zurück, der abgebrannt ist, der in dem toten Eichhörnchen liegen, mit abgesägten Köpfen und ein ganzer Berg voller Eichhörnchen. Eins lebt noch. So. Oder hat mein Hintergrund sogar jemanden klatschen, ne? Okay, von mir aus. So, ja gut, ich habe jetzt noch nichts gemacht, aber das ist absichtlich so. So, ja, mal Lichtwelt. Lichtwelt vom Wald abgeschlossen. Also von der Story her. Ja, dann war es das auch von mir für Part 1 von Super Meat Boy. Let's Play, ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.